Inspirierte Operation. Oder haben wir irgendwelche kaputte Kleidung? Katte. Was hat ein Katte jetzt kaputt? Da ist eine Schutzjacke, die völlig im Eimer ist. Ja, gut. Schutzjacken kann ich jetzt keine zaubern. Gastfreundschaft für Fürstliche. Du musst dafür was? Der Fraktion Königreich möchte mit einem höfischen Begleiter 22 Tage lang bei dir bleiben. In Fruchtstown. Da kriege ich einen... Oh, Resurrector Mech-Serum. Was macht denn das? Eine einmalig verwendbare Superdosis von Mechaniten, die darauf abgestimmt sind, Tote wieder zu erwecken. Wenn die Mechaniten einer Leiche verabreicht werden, reparieren sie beschädigtes Gewebe und verhelfen dem Körper wieder zum Leben. Leider können Nebeneffekte wie Hirnschäden, Blindheit oder fortschreitende Psychosen auftreten. Man erzielt bessere Ergebnisse, wenn die Mechaniten einer frischen Leiche verabreicht werden. Konserviert man eine Leiche, kann sie auch lange nach dem Tod wiederbelebt werden. Die Wiedererweckung weckt ein Leiden außerdem an einer begrenzten retrograden Amnesie. Das heißt, sie können sich nicht mehr an kürzlich stattgefundene Ereignisse und soziale Interaktionen erinnern. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, mache ich das? 22 Tage ist schon lang. Dafür, dass das zwei sind, die nichts tun? Das sind wirklich gute Fragen. Komm her. Ich meine, die wollen hier nur pennen. Die essen mein Essen und schlafen ansonsten. Und das sind zwei. Ich weiß nicht, ob die ein Zimmer brauchen. Ah, das Interessante ist, ich habe noch nicht mal mehr zwei Zimmer. Super. Ehrlich. Richtig gut. Ah, ich erinnere mich... Warte mal. Ah, wir könnten da... Blaupause. Blaupause 1. Das können wir auf jeden Fall da dran bauen. Das können wir auf jeden Fall machen. Jetzt ist die andere Frage, können die wenigstens kämpfen? Der hat einen Säbel dabei. Und der nix. Okay, ah, die laufen ja nur hier rum. Die essen halt. Oh, sie haben es geschafft. Endlich. Wahnsinn. Warum sehe ich denn da jetzt das Kabel? Was ist denn das für ein Quatsch? Strom. Versteckte Stromleitung. Ja, ja, die kannst du von hier so einmal da rumziehen. Das kannst du direkt bis da hinten ausmachen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Jetzt dürften sie erstmal das da bauen. Ne? Das wäre jetzt auch tatsächlich das, was ich als... Warum pennt dann eher mitten im Knast? Ah, Leute, es ist aber auch wieder ein Drama hier unterwegs. Missy ist übrigens immer noch im Krankenstand. Was hat die denn? Okay, Schuss. Die hat Schusswunden ohne Ende. Naja. Was soll ich da jetzt sagen? War jetzt nicht meine Absicht. Kaputte Kleidung. Wehe, das sind die neuen. Nee, das sind... Das ist ein Schlafgemach. Einer deiner Leute hat einen Adelstitel und benötigt ein eigenes Schlafgemach. Weiß ihm ein persönliches Schlafgemach zu. Das Schlafgemach sollte groß und angemessen eingerichtet sein, um die speziellen Anforderungen dieses Titels zu erfüllen. Ja, okay. Was sind denn die Anforderungen für ein adeliges Schlafgemach? Ah, ich meine, es hat mir was von Teppich erzählt. Ich kann aber noch keinen Teppich. Okay, wir bauen mal einen Teppich. Ah, dann könnte es noch ein goldenes Bett sein und so ein Quatsch, ne? Das wäre noch eine Option. Da werden wir uns mal, wir werden da mal gucken. Erstmal werden wir auf jeden Fall da unten so eine Kammer hinbauen, damit auf jeden Fall noch einer mehr drin pennen kann. Böden. Wir nehmen diesen Boden und legen ihn hier so rein. Zack. So. Dann kopieren. Wir könnten eigentlich, wäre der beste Punkt, wir machen eine neue Blaupause.
Da bin ich mal ganz ehrlich, das wäre der idealste Fall. Ich erzeuge mal eine neue Blaupause. Und zwar erzeugen wir die... Ich erzeuge die mal so. Gut. Dann könnte er das da zumindest machen. Wir brauchen Möbel. Und zwar eine Stehlampe. Die machen wir in die Ecke. Und eine Wandlampe. Die machen wir hier hin. Und da müssen wir mal gucken. Das ist ja toll. Da brauche ich 50 Gold für. Die habe ich nicht. So gern ich würde, aber... Leider keine 50 Gold mehr. Kann man Gold... Nee, das kannst du auch nicht abbauen, ne? Das gibt es nicht als... Oder? Doch? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das verwechsel ich jetzt gerade. Okay, alles, was ich machen kann, ist ein Vorhang. Ein dekorativer Vorhang, der an einem Holzrahmen hängt, geeignet für königliche Gemächer. Okay. Ich weiß nicht, ich stelle den mal hier hin. Und hier unten kommt dann ein Bett. Ja, ich hätte dafür eventuell eine Blaupause anlegen sollen. Das ist mir bewusst. Okay, wir machen das jetzt erstmal so. Ich überlege dann, ob wir eine Heizung und ein Klimagerät reinbauen. Also ich kopiere auf jeden Fall schon mal das Klimagerät. Das können wir schon mal... Was? Ah. Der muss dahin. Okay. Und dann können wir ja auch nochmal eine Heizung reinstellen. Die können wir da einstellen. Das werden sie dann irgendwann machen demnächst, hoffe ich. Und, ach so, ja klar. Natürlich geht es auch nicht ohne Strom, ne? Das ist ja auch eine logische Konsequenz der Geschichte. Ich muss ja dann sowieso ein bisschen umbauen. Das muss ja auch da weg. Das kannst du ja also auch nie lassen. Da muss ja dann irgendwann vielleicht mein Kraftwerk hin. Weil ich zweifle, dass das eine, was ich da vorne stehen habe, dauerhaft reicht. Und das hier unten, naja, ich müsste sowieso irgendwann anfangen, was zuzubauen. Ist der Einfachkeit halber wäre natürlich... Quest Bettler Hoffen auf Almosen. Was wollen die denn? 28 Kräutermedizin. Ich könnte mal drüber nachdenken. Okay, wir könnten so langsam die Krankenstation umräumen. Wir könnten Kakao. Okay. Ich guck mal bei Böden. Was brauchen das? Unheimlich viel Stoff. Wie viel Stoff haben wir? 1200. Okay. Wir machen mal einen feinen Teppich in Grün. Komm her. Tannengrün. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Oh, da sind komm mal gerade her und gib denen die Kräutermedizin, damit die vielleicht habe ich da irgendwann mal was von, keine Ahnung. Oh. Vielleicht hilft uns das irgendwann weiter. Oh, Tannengrün ist immer eine optimistische Farbe. Optimistisch und hässlich. Ich müsste irgendwie an 50 Gold kommen, aber wie ich das bewerkstelligen soll, weiß ich noch nicht. Oh, das Koma-Kind ist vollständig geheilt. Das hat ja jetzt nur 58 Jahre gedauert. Meine Güte, das hat wirklich lang gedauert. Intensivbetten. Das wäre natürlich jetzt der Oberknaller. Das Problem an Intensivbetten... Ist das beim Möbel? Bin mir da nicht sicher.
Ah, die habe ich noch nicht erforscht, ne? Warte. Müsste ich erforschen, glaube ich, ne? Intensivbetten, ja. Ich forsche mal an dem Intensivbett. Ich glaube, das Problem an dem Intensivbett ist, das kostet unheimlich viel Bauteile. Ich habe das nämlich mal in irgendeinem anderen Spielstand gebaut und hatte dann am Ende keine mehr und habe mich gewundert. Mir wäre das natürlich total recht, wenn hier einer käme. Können wir das mal neu verbinden? Das mit dem Kabel, das gefällt mir gar nicht. Danke. So, wie sieht's denn hier unten aus? Schlecht, weil noch kein Strom gelegt ist. Optimistisch, haben wir keinen Stahl mehr oder was? Doch, Stahl ist noch da. Okay, es geht insgesamt nicht weiter. Also bauen da oben jetzt halt den Teppich. Naja. Gut, dann muss der eine halt so lange... Pass mal auf. Wir machen das mal für Kolonisten frei, dann kann da zumindest einer drin schlafen. Bis wir halt irgendwann fertig sind mit dem ganzen Baukram hier. Ich meine, 22 Tage sind da doch eine relativ lange Zeit. Das muss ich halt auch mal zu meiner Schande gestehen, ne? Das ist schon verhältnismäßig lang. Und dann sollten sie eigentlich auch noch hier den Kram freilegen. Und ein Hightech-Bauteil bräuchte ich auch. Das hat schon mal besser funktioniert, muss ich zugeben. Das hat schon mal besser funktioniert. Was macht denn eigentlich McTod? Wer arbeitet Brocken? Ah, der macht noch Brocken. Okay, der muss dafür nur anscheinend weit laufen. Ich habe keine Ahnung. Der macht immer nur Granit gerade, ne? Das ist der Punkt. Der macht nur Granit. Wir müssten vielleicht einfach mal einen losschicken, der irgendwo Granit abbaut. Aber ich glaube, hier ist noch nicht mal welches. Da ist welches. Super. Was haben wir hier? Ah, Stahlreste. Hier muss ich aber sowieso aufpassen, weil hier, da ist auch Schiefer. Ich würde dann auch mal gerne bei Zeiten hier rinbohren, um zu gucken, was rauskommt. Es wird nichts Gutes sein, das ist schon mal so viel ist schon mal klar. Junge, die brauchen für Teppich legen ganz schön lange. Das Schlafgemach ist unwürdig. Der soll nicht rumheulen, dass das Schlafgemach unwürdig ist. Warte mal gerade. Ich hab da Fragen. Wo sind wir da? Oh, ich mach mal so. Mal gucken, ob besser wird. War hier nicht irgendwo Ambrosia aufgekeimt? Das hätte ich mir vielleicht mal angucken sollen. Das hätte mir doch was hier gebracht. Aber Kollege Schnürschuh hat nicht aufgepasst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier vielleicht in der Feuerschneise stand. Ist problematisch, will ich mal behaupten. Nee, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Oh, der hat sein Intensivbett fertig. Dann könnten wir jetzt... das machen. Ich hätte so gerne ein einzelnes Hightech-Bauteil. Ich habe eigentlich auch nicht gedacht, dass es so schwer wird, eins zu kriegen. Ah, das habe ich ehrlich nicht gedacht. Oh no, dass es so schwer wird, habe ich ehrlich nicht erwartet. Oh, ich könnte noch mal... Ist das jetzt bei... Das ist hier... Ne, das ist es auch nicht. Aber hier, da gibt es Meditationsplätze. Ich würde da gerne mal in jeden Raum noch eins reinzimmern. So, Reisende der Fraktion durchqueren das Gebiet. Habe ich von denen was? Nein. Die könnten ja einfach mal was Hilfreiches beisteuern. Der hat einen inspirierten Handel. Oh, irgendwer hat einen neuen Liebhaber.
Okay, die sind also jetzt zusammen. Das ist schön. Ich klatsche Beifall. Warum passiert sowas eigentlich immer in meiner Kolonie? Wie sieht denn das jetzt aus mit dem Voranschreiten des Ausbaus? Schlecht, ne? Ich glaube, ich habe keinen Stoff mehr. Kann das sein? Ja, die Möglichkeit, dass ich keinen Stoff mehr habe, besteht durchaus. Es ist tatsächlich so. Mein Stoff ist alle. Kann keinen Teppich mehr bauen. Ah, dafür ist es auch irre. Und dann müssen sie also jetzt erstmal warten, bis das hier... bis das da weitergeht. Okay. Naja, in der Zwischenzeit könnten wir vielleicht mal die Krankenstation umräumen. Na, dann versetzen wir mal die Betten. Das machen wir mal. Ich frage mich, ob diese ganzen Möbel für die Krankenstation überhaupt nötig sind, die ich hier so reingekloppt habe. Ich habe ernsthaft... Oh, ich habe es kopiert. Kopieren war vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Aber wir kopieren einfach mal weiter. Oh, das stellen wir da hin. Ah, der macht weiter Steine, ne? Ja, ja, mach weiter Steine. Es ist... Was soll ich zu der ganzen Sache letztlich sagen? Ich kann es da auch nicht ändern. Das Ding lasse ich da. Und baue einen Überwandkühler hier hin. Hoffe, das geht so. Und dann brauchen wir eine Tür. Ja, ja. War das hier? Jo, das war hier. Die machen wir da hin. Jetzt fehlt noch ein Bett. Ja, den Rest weiß ich nicht. Den lasse ich einfach mal da stehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das ja auch nur nachträglich zu einem... Ich habe das ja nur nachträglich zu einem... Krankenabteil gemacht. Weiß jetzt auch nicht, warum das nicht grundsatzmäßig oder medizinisch war. Freiraum. Ja, der ist hässlich. Attraktivität ist hässlich. Okay. Aber es ist halt auch eine Krankenstation, die muss jetzt nicht sonderlich schön sein. Danach machen wir strukturell mal hier die Wand zu. Und dann könnten wir anfangen und könnten per Befehl hier das wegkloppen. Ja, es ist mir relativ egal, dann sind die verärgert. Das wird übrigens nur die beiden hier betreffen, könnte ich mir vorstellen. Die sind nur 22 Tage bei mir. Bin mir fast sicher, dass sie das überleben werden. So. Dann ist jetzt hier erstmal auch die Aufnahme zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Seid auch gern beim nächsten Mal wieder dabei. Das würde mich freuen. In dem Sinne, reingehauen, habt eine gute Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao und passt auf euch auf. Bis denne.